Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich, bevor ich konkret zu diesem Mandat spreche, etwas vorab schicken, was für alle 7 Mandate gilt, die wir heute und morgen beraten. Die CDU-CSU-Fraktion wird allen 7 Mandaten zustimmen. Wir haben uns als Deutschland entschieden, dass wir uns verantwortlich beteiligen an einer besseren Welt. Aber wir haben uns auch entschieden, dass wir dies nicht den nationalen Alleingängen tun, sondern mit Partnern gemeinsam in Strukturen, in denen wir ein Stück getragen werden und wir ein Stück mittragen. Allein diese Einbindung fordert von uns Verlässlichkeit, die wir verletzen würden, wenn wir jetzt eines dieser Mandate Hals über Kopf verlassen würden. Es gibt kein Mandat, an dem wir beteiligt sind, an dem nicht andere Nationen, an dem nicht andere Soldatinnen und Soldaten von unserer Arbeit, von unserer Verlässlichkeit abhängen. Allein das ist, wie ich finde, ein ganz wichtiges Argument. Alexander Graf Lambsdorff hat auch darauf hingewiesen. Deswegen gibt es überhaupt keinen Zweifel für mich, dass diese 7 Mandate verlängert werden sollen. Und alle 7 Mandate erfüllen auch das, was groben und vielleicht auch für jemanden, der sich bisher nicht so intensiv mit den Dingen befasst hat, wichtig ist, wenn wir Mandaten zustimmen wollen. Erstens, es muss eine klare völkerrechtliche Grundlage geben. Zweitens, das militärische Engagement muss einen Beitrag leisten können zur Lösung oder Entschärfung des Problems. Und drittens, die Bundeswehr muss ihrerseits diese Fähigkeiten bereitstellen können. Und wenn alle diese 3 Voraussetzungen erfüllt sind, und das sehe ich bei allen diesen 7 Mandaten, dann glaube ich, kann der Deutsche Bundestag in der Verantwortung in der Völkergemeinschaft nicht beiseite stehen. Wir haben 3.721 Soldaten gegenwärtig im Einsatz. Es waren unter Rot-Grün mal über 10.000. Das heißt, wir gehen sehr verantwortungsvoll mit dem Instrument um und wir haben offensichtlich auch Erfolg gehabt. Wir haben in den letzten Jahren, Jahrzehnten Einsätze erfolgreich beenden können und auch die Einsätze, über die wir heute hier reden, sind erfolgreich. Herr Kollege Hart, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Neu? Ja. Es tut mir leid, dass ich Sie fragen muss. Leider ist er jetzt kein Redner der Regierung am Pult. Deshalb muss ich Sie mit der Frage einfach konfrontieren. Sie haben ja soeben einige Kriterien aufgeführt, anhand dessen man einen Auslandseinsatz zustimmt und mitmachen möchte. Ein Kriterium ist für mich auch mal die Frage von Opfern. Wie viel zivile Opfer bringt ein solcher Einsatz mit sich? Und da hat die Linke vor geraumer Zeit eine kleine Anfrage gestellt mit Blick auf Opfer in Syrien und Irak. Und die Antwort der Bundesregierung war, sie hätte keine Informationen. Ich habe das nochmal konkretisiert und Staatssekretär Dr. Brauksiepe hat dann genau das Gegenteil gesagt. Er hat gesagt, es gibt im Rahmen der sogenannten Ziel- und Wirkungsanalyse auch in Syrien und Irak der Ziel- und Wirkungsanalyse natürlich Aufklärung auch über Opfer und Schäden. Die Frage ist, kennen Sie die Daten, wie viele zivile Opfer in Syrien und Irak zustande gekommen sind? Und wenn Sie die nicht kennen, warum kennen Sie die nicht? Denn sie sind abrufbar auf der Datenbank, zu der auch die Bundesregierung Zugang hat. Lieber Kollege Neu, ich glaube, dass keine Nation so sorgfältig mit den Verantwortungen des Kriegsvölkerrechts umgeht wie wir. Das heißt, die Abwägung des eingesetzten Mittels im Verhältnis zu dem voraussichtlichen Erfolg des Einsatzes dieses militärischen Mittels und den Risiken, die es mit sich bringt. Und ich glaube, dass wir im Deutschen Bundestag in den letzten 8 Jahren, in dem ich diesem Hohen Haus angehöre, viel Zeit darauf verwendet haben, genau diese Frage zu klären, dass die deutsche Bundeswehr, dass unsere Verbündeten stets auch diese sorgfältige Abwägung treffen. Und deswegen glaube ich, dass wir bei allem, was wir tun, insbesondere auch bei diesem IS-Einsatz, bei der Auswertung des Bildmaterials und so fort, diese Sorgfalt im hohen Maße walten lassen. Ich glaube, dass in einem Kriegsgebiet die Unterscheidung zwischen militärischen und zivilen Opfern schwierig ist und dass es auch wahrscheinlich nicht vermeidbar ist, dass es Folgen von Militäreinsätzen gibt, die auch Unschuldige, Unbeteiligte treffen. Aber ich glaube, dass die Bundeswehr in einem hohen Maße auch eben aufgrund der Aufklärungsmittel, die wir haben, schafft hinzukriegen, dass eben genau solche Schäden, solche Wirkungen von ungewollten Wirkungen von Einsätzen vermieden werden. Sie kennen nicht die Zahlen. Ja. Ich möchte zum IS-Einsatz Folgendes vortragen. Der IS ist durch den gemeinsamen Einsatz der Völkergemeinschaft erheblich in Bedrängnis geraten.
Er ist noch nicht besiegt, aber er ist in weiten Teilen zurückgedrängt. Und er verliert auch seinen Glanz für diejenigen fehlgeleiteten Menschen in Europa und anderswo, die sich von diesem IS, von diesem aufstrebenden IS haben faszinieren und einbinden lassen und die ihm auf den Leim gegangen sind und seine Ideologie anhängen. Ich glaube, die Wirkung, dass der IS in Europa junge Menschen, junge Männer und Frauen verführt und für seine radikalen islamistischen Ziele gewinnen kann, ist durch die Zurückdrängung des IS auch ein Stück weit gelungen. Wir haben leider nach wie vor terroristische Anschläge in Europa. Wir haben nächste Woche den Gedenktag zum einjährigen Gedenken an den Anschlag in Berlin. Aber ich glaube, dass unser Einsatz auch einen Beitrag dazu leistet, dass die Zahl der jungen Menschen in unserem Lande, die möglicherweise vom IS verführbar sind, entsprechend abnimmt. Ich möchte zum Schluss noch einen Satz sagen zur Bedeutung des Einsatzes, unseres Einsatzes in der Völkergemeinschaft. Ich bin in Tampa gewesen, beim Central Command in Florida, wo dieser Einsatz in weiten Teilen koordiniert wird. Dort arbeiten deutsche Soldatinnen und Soldaten an der Seite vieler Soldaten anderer Nationen. Und die haben mir hautnah berichtet, wie unser Beitrag zu diesem Einsatz wertgeschätzt wird von den anderen Nationen. Wir leisten Luftbetankung mit einer Hochwertfähigkeit, die auch in der NATO so nicht selbstverständlich ist für alle Nationen. Wir leisten eine hervorragende Aufklärungsarbeit. Wir sind bereit, auch weiterhin in AWACS-Flugzeugen über der Türkei und über internationalen Luftraum Luftbilder und Luftaufklärung für den Luftraum im IS-Gebiet zu leisten. Und wir sind auch nach wie vor bereit, gegebenenfalls wieder Geleitschutz für einen zum Beispiel französischen Flugzeugträger in der Region zu leisten, eine Aufgabe, die im Augenblick nicht von uns abverlangt wird. Ich bin dafür, dass wir dieses erfolgreiche Mandat verlängern und bitte Sie deshalb dafür um Ihre Unterstützung. Jetzt gebe ich das Ergebnis der Nachfrage.